Du bringst es auf den Punkt. Wir sind im zweiten Satz in diesem Duell. Diese Dame, Marie Pierce, hat den ersten Satz mit 6:2 nach 30 Minuten gewonnen. Und derzeit, wir sind im zweiten Durchgang, steht es 2:2 Aufschlag bei Natalie Medvedeva, der 25-Jährigen aus Kiew in der Ukraine. Nicht so sicher, das Aufschlagspiel der 25-Jährigen, die in der Weltrangliste derzeit an 93 geführt wird. Und da ist der Aufschlagverlust vielleicht sogar vorentscheidend in diesem zweiten Spiel. 3:2 die Führung für Marie Pierce. Und dann nutzen wir auch die Gelegenheit, um etwas Persönliches loszuwerden, denn die ARD gratuliert natürlich ihr zum 22. Geburtstag. Auch das ist was fürs Auge, was sie da tut, Marie Pierce. Also 22 Jahre wird sie heute alt. Marie Pierce. Geboren ist sie auf einem königlichen Berg in Montreal in Kanada. Natalie Medvedeva, also die kleine Schwester vom André, sie muss also heute als Erste ran, später dann der große Bruder ja gegen Michael Stich. Eigentlich ein lustiges Mädel, im Moment schaut sie nicht so aus. Und Marie Pierce richtet noch einmal alles zurecht. Das muss ja alles stimmen. Sie ist ja eine attraktive junge Frau, natürlich auch für die Sportbekleidungsindustrie. Für einen bestimmten Hersteller logischerweise. Ein tennisspielendes Model. Und am besten ist es, dass sie nicht nur gut aussieht, sondern auch erfolgreich Tennis spielt. Und das ist im Moment zwar nicht der Fall, aber das kann sich wieder ändern, denn Marie Pierce, die Australian Open-Siegerin aus dem Jahre 1995, ist in einer aufsteigenden Form. Das hat sie selbst angekündigt und das beweist auch ihr Erstrundenmatch, denn sie hat sich zum Auftakt bei diesem Turnier durchgesetzt gegen Jelena Likhovtseva, die Russin vom Weißen Hof, die hier an 13 gesetzt war bei diesem Turnier, und das nach 3 Sätzen. Da hat Marie Pierce sogar gekämpft. Das ist eine Tugend, die man bei ihr lange ein bisschen vermisst hat. 3:2 die Führung für die Französin. Vor 22 Jahren, wie gesagt, in Kanada geboren. Mutter Französin, Mutter Yannick, Vater Jim, über ihn brauchen wir nichts mehr zu erzählen. Was er alles mit seiner Tochter angestellt hat, scheint er auch vergessen. Marie Pierce in der Weltrangliste wegen fehlender Einstellung und fehlender Resultate ein bisschen abgestürzt auf 22 bei diesen Australian Open, also bei diesem Königsturnier, ungesetzt. Klasse gemacht. Ja, das sind die Jungs aus Frankreich, oder sie mögen vielleicht auch aus Australien sein. Auf jeden Fall sind sie Fan der Französin, natürlich ganz aus dem Häuschen. 4:2 die Führung für Marie Pierce. Mal sehen, ob Natalie Medvedeva hier noch mal rauskommt. Oh, das ist gut gespielt. Das ist die starke doppelhändige Rückhand von Marie Pierce. Im letzten Moment Longline dirigiert, schwer zu lesen für ihre Gegnerin. Ball war aus.
Natalie möchte das nochmal genau überprüfen. Und eine kleine Diskussion mit Donna Butler, aber diese erfahrene Stuhlschiedsrichterin hier, haben wir so groß im Bild, aus Sydney, wird sich da nicht umstimmen lassen. Sie unterstützt ihre Linienrichterin und das ist auch gut so. Das geht ja alles sehr schnell, auch bei den Damen. Ja, viel Tempo von der Rückhandseite bei Marie Pierce. Hat sie alles richtig gemacht, bis auf den Punkt, den hat sie vergessen herauszuspielen. Aber Marie Pierce bestimmt hier die Aktionen auf dem Platz Nummer 1. Das können Sie auch an diesen Ballwechseln deutlich erkennen. Natalie Medvedeva meist in der Defensive. Verspätete Weihnachtsgeschenke von Natalie Medvedeva. Viel zu kurz. Kein Problem für Marie Pierce, mit der Vorhand diesen Punkt zu machen. Und der nächste Aufschlagverlust. Marie Pierce also geht mit 5:2 in Führung. Und zeigt hier eine starke Leistung. '95 kam sie hier so richtig groß raus. Nochmal die Augentropfen, die hat ja Kontaktlinsen. War Australian Open Siegerin, gewann das Finale gegen Arantxa Sánchez Vicario. Ein toller Erfolg, sie wurde gefeiert, sie wurde hoch gelobt. Sie hat offensichtlich den Trubel und den Erfolg nicht so richtig verkraftet. Im Moment allerdings fühlt sie sich wieder wohl, hat, wie sie selbst sagt, wieder Spaß am Tennis. Und das ist ja die wichtigste Forderung eines Tennisprofis, dass er Freude hat. Und wenn sie so weiterspielt, kann sie vielleicht in diesem Jahr noch einmal etwas bewegen. Auf jeden Fall sieht es so aus, als könne sie sich ein schönes Geschenk zum 22. Geburtstag machen, bei einer 5:2 Führung und eigenem Aufschlag. 1995 war sie die Nummer 3 in der Welt. Alles sprach von der Diva, von Marie Pierce. Viele haben sie kritisiert, weil sie oft ein bisschen arrogant, ein bisschen überheblich wirkte. Aber so ist sie nun mal. Ja, Natalie Medvedeva hat alle Möglichkeiten. Vor einigen Jahren glaubte man, sie sei das ganz große Talent, das ganz nach vorne kommen könne. Inzwischen hat sie irgendwo auch ihre Ziele ein bisschen zurückgesteckt, spielt viel Doppel, hat im letzten Jahr 2 Doppelturniere gewonnen in Maria Lankowitz, übrigens mit Jeanette Husarova, das war die erste Gegnerin von Steffi Graf hier bei den Australian Open. Und in Moskau gewann sie mit Larissa Neiland, das war die heutige Gegnerin von Steffi Graf. Also inzwischen ist auch bei den Damen ein schönes Geld im Doppel zu verdienen. Ja, zweimal. Hätte sie eigentlich erkennen können, diesen Stopp von Marie Pierce.
während die Französin bereits 1993 schon einmal im Viertelfinale dieses ersten Grand Slam-Turniers des Jahres, also bei den Australian Open, gestanden hat, hat Natalie Medvedeva noch nie die dritte Runde geschafft, kam also über diese zweite Runde noch nie hinaus. Und auch heute sieht es halt so aus. Breakchance für die 25-Jährige aus der Ukraine. Kopftraining. Ja, geht freundschaftlich zu am Geburtstag von Marie Pierce hier in diesem Duell. Wie gesagt, diese Natalie ist auch sehr beliebt bei ihren Berufskolleginnen, wird sehr geschätzt. Auch auf der Tanzfläche ist sie gerne gesehen, bei der Players Party. Matchball für Marie Pierce und das nach einer Spielzeit von na ungefähr 67 Minuten. Der stärkste Schlag von Natalie Medvedeva. Doppelhändige Rückhand die Linie entlang. Tja, wird sie doch nochmal nervös. Breakchance für Natalie Medvedeva, die zweite. Ja, das ist kein Problem für die Französin, hier die direkten Punkte herauszuspielen. Dann vor allem, wenn ihre Gegnerin zu kurz wird mit ihren Aktionen, kommt dann ja mal gerade über die T-Linie hinaus und diese Bälle sind eigentlich leicht und locker wegzuspielen. Knapp, aber wahr. Und zweiter Match. Das war's. Marie Pierce gewinnt mit 6:2 und 6:2. Die Fans sind zufrieden mit dieser Leistung. Glückwunsch zum Erfolg. Gegnerin ist Makita Kochter, die 21-jährige Deutsche.
Es wird, nehme ich an, Blumen geben, eine Torte. Glückwunsch noch einmal zum 22. Geburtstag. Ich bin mal gespannt, was Wilfried Mohren dazu einfällt.